Manuela Reimann ist ohne ihren Mann Conny nach Europa gereist, während ein heftiger Waldbrand ihre Heimat Hawaii zerstört. Ein Unding für viele Fans. Bye bye Hawaii. Vor ein paar Tagen ist Manu Reimann nach Texas geflogen. Doch von ihrem Mann fehlte jede Spur. Ganz alleine, ohne Conny, und ui, ohne Conny unterwegs, wunderten sich ihre Follower. Conny blieb auf Hawaii, während Manu ihrem Sohn Jason und den Enkeln Kealan und Oliver einen Besuch abstattete. Doch danach kehrte sie nicht in ihre Heimat zurück, sondern nahm den nächsten Flieger nach Europa. Manuela Reimann bekommt Shitstorm. Manu genießt mit einem Mädelstrip in London und lässt ihre Instagram-Follower daran teilhaben. Auf ihrem Account veröffentlichte sie Bilder von einem feuchtfröhlichen Abend in einer Bar. London. Geheime Bar. Der Kühlschrank war der geheime Eingang, kommentiert die TV-Auswanderin. Manu lässt es sich so richtig gut gehen, während in ihrer Heimat Hawaii ein schlimmes Feuer wütet. Der Küstenort Lahaina ist komplett zerstört, 100 Häuser sind abgebrannt. Mittlerweile ist die Zahl der Toten ist auf 67 gestiegen. Zwar sind die Reimanns nicht direkt betroffen, da sie auf Oahu leben, doch viele Fans hätten sich etwas mehr Mitgefühl von Manu gewünscht. Es tut mir leid. Aber was ist los auf Hawaii? Ist es nicht eure Heimat? Zum Glück ist euch nichts passiert. Aber da hält man sich etwas zurück, findet eine Followerin. Eine andere schreibt, naja, bei jedem Besucher plakativ Blumengirlanden verteilen. Aber dann, wenn eine solche Katastrophe den eigenen Staat betrifft, nicht ein einziges Wort dazu teilen. Hat ein Geschmäckle. Bisher hat sich Manu nicht zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet.